Im Idealfall Riesen, ein Riesenvorteil ist es. Mache ich auch noch das Mikrofon an. Okay, heute ist es heiß. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um ein Thema, das ich noch nie angesprochen habe. Ich habe die Firma Manico entdeckt durch eine sehr aggressive Werbung auf Instagram. Ich glaube, ich habe die hinter jeder zweiten Story gesehen. Das Video hier ist nicht gesponsert von Manico. Das heißt, ich habe alles gekauft. Die UV-Lampe, die Styles, die ich gut finde. Habe die einfach aufgetragen und werde die mal 2 Wochen benutzen. Und euch dann in meinem Community-Tab, den könnt ihr da finden, berichten, wie es so läuft. Bisher läuft es gut. Ich habe sie am... Wann habe ich sie? Es ist zu heiß zum Denken. Am Sonntag drauf gemacht. Heute ist es Donnerstag, also ungefähr 4 Tage. Bisher sieht alles noch gut aus. Vielleicht noch 1, 2 Sätze zu Manico, bevor es dann losgeht, weil Manico vielleicht nicht euch allen etwas sagt. Das sind so UV-Gel-Lackstreifen. Das darf man nicht verwechseln mit diesen... Stickern, die man aufkleben kann und dann abfeilt. Die UV-Nagellackstreifen, auch ein schönes Wort, härten dann natürlich unter eine UV-Lampe aus. Ich habe 4 Nageldesigns gekauft und die Lampe zu einem super Sonderpreis. Also meistens hat man da gute Rabatte. Ich glaube, ich habe 58 Euro bezahlt mit super vielen Rabatten drauf. Das heißt, im Grunde ist, glaube ich, ein Look, ein Nageldesign ungefähr 12 Euro, wenn man die Lampe dazu zählt. Genau, das heißt, das ist im Grunde für mich gar nicht so teuer. Ich würde jetzt prinzipiell sagen, dass die auf jeden Fall sehr viel widerstandsfähiger sind als diese Aufkleber, die man drauf machen kann. Aber jeder hat andere Nägel, da müsst ihr eure eigenen Erfahrungen machen. Das ist ja hier kein Werbevideo, sondern bisher läuft es mit den Nägeln für mich. Und genau, falls ich irgendwann mal einen Rabattcode bekommen sollte, findet ihr den natürlich in der Beschreibung. Genau, das war's in Kürze. Jetzt würde ich sagen, wir legen los. Wie immer, vorab würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Im Grunde helft ihr mir damit, dass dieser Kanal wächst und das Beste, es kostet euch keinen Cent. Und jetzt legen wir los. Genau, bevor es geht, sollte man sich die Hände gut reinigen. Das heißt in dem Fall von Fetten befreien. Und das heißt auch, dass man sich nach dem gründlichen Händewaschen nicht die Hände eincremen soll. Die sollen ja auf dem Nagel kleben und wenn da Creme ist, Klebe und Creme verträgt sich nicht gut. Deswegen müssen die fettfrei sein. Genau, das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, weil wer möchte mir jetzt schon beim Händewaschen zugucken? Dann kommen die in so einem lichtgeschützten Folie, weil ich habe gelesen, dass diese UV-Gel-Lackstreifen auch schon mal bei Licht einfach so aushärten, weil sie im Grunde ja auch bei UV-Licht aushärten. Ich packe sie hier ganz normal aus. Ist spannend. Suche dann immer die richtige Größe für meinen Nagel. Hier mache ich schon einen Fehler, also nehmt euch da ein bisschen mehr Zeit. Ich hatte an dem Abend nicht so viel Zeit, deswegen wollte ich einfach schnell die ganze Sache hinter mich bringen, was auch, glaube ich, schnell geht, wenn man ein bisschen geübter ist. Aber ich habe es ja zum ersten Mal gemacht, deswegen habe ich, glaube ich, immer eine Größe zu klein genommen. Ihr macht das dann garantiert richtig. Was ich auch noch falsch gemacht habe, ist, dass ich nicht nah genug ans Nagelbett gegangen bin. Und dadurch sieht es einfach so aus, als wären die Nägel schon so 4, 5 Tage drauf. Was mich jetzt nicht stört, weil es mein erstes Mal war, die Farbe tut keinem weh, das heißt, man sieht das auch gar nicht genau. Ich glaube, man sieht noch nicht mal, dass ich das drauf habe. Es sieht einfach super natürlich schön und gepflegt aus, wenn man es vom Nahen sieht. Von Weitem ist es einfach nur super natürlich. Genau, ich wollte mir jetzt nicht schwarz drauf machen und wenn ich es dann verkacke oder mir es einfach nicht gefällt oder vielleicht auch das Produkt mir einfach nicht gefällt, wollte ich jetzt nicht schwarz drauf haben. Und deswegen habe ich so einen extrem natürlichen Farbton genommen. Glänze so hart. Genau. Was ich euch eigentlich sagen wollte, wie die Farbe heißt. Und zwar heißt sie Rosy Sheer. Genauso wie Rosy von den Golden Girls. Nein, die heißt Rose. Egal. Königin der Nebensächlichkeiten. Zurück zu den Nägeln. Also die haften eigentlich ganz gut auf den Nagel. Bis auf einmal hat es eigentlich immer sofort gegrippt. Und es war drauf. Ich bin so ein bisschen eine Pfennigfuchserin und habe den überschüssigen Teil dann nochmal aufgehoben, nochmal auf die Folie gegeben, falls ich diesen Farbton einfach nochmal auftragen möchte. Genau. Im Grunde könnte man versuchen, mit einer Packung zweimal hinzukommen. Das hört wahrscheinlich Manico gar nicht gerne. Das Pfennigfuchserherz in mir hatte einfach Alert geschlagen. Ihr könnt das auch ganz grob erstmal ganz grob abschneiden. Und dann kommt der Teil, wo ihr im Grunde den Streifen so ein bisschen abknickt. Und dann abfeilt. Hier auch wieder ein Fehler von mir. Im Grunde ist es besser zu erklären, wie es eigentlich sein soll. Geht hinter den Nagel und feilt hinter den Nagel. Wenn ihr vorne feilt, eigentlich logisch, dann nehmt ihr ein Stückchen zu viel von dem Streifen ab. Und dann seht ihr, in meinem Fall ist es auch so, euren eigenen Nagel durch.
Das soll bei euch natürlich nicht passieren, deswegen macht das immer schön hinter dem Nagel, dann sieht es super aus. Aber ja, learning by doing, trial and error heißt es hier bei mir. Man kann ehrlich gesagt auch gar nicht so viel falsch machen. Also jeder, der sich schon mal die Nägel gefeilt hat und sich vielleicht einen Nagelsticker aufgeklebt hat, der sollte damit gut zurechtkommen, genau. Sobald ihr dann alles abgefeilt habt, gebt den Nagel unter die UV-Lampe. Da müsst ihr auch gar nicht auf die Zeit achten, die geht von alleine wieder aus. Auch super easy, wie gesagt, es ist so einfach, dass es im Grunde kein richtiges Erklärvideo ist, sondern eher ein Mein-Erfahrungsvideo. Und wie sich das entwickelt, zeige ich euch dann wirklich in meinem Community-Tab. Und ich wiederhole diesen Vorgang immer und immer und immer wieder. Man muss, glaube ich, so ein Gefühl dafür bekommen, was die richtige Nagelgröße ist. Da habe ich mich auf jeden Fall ein paar Mal vertan. Lasst euch dann mehr Zeit. Ich würde euch vielleicht empfehlen, fangt auch erstmal mit einem zarteren Farbton an. Die haben wirklich viele wunderschöne Nude-Töne. Und eine Kollegin, die sich gerade die Nägel hat machen lassen, weil sie auf eine Hochzeit geht als Trauzeugin. Oh mein Gott, Königin der Nebensächlichkeiten. Egal, wir haben so verglichen und es sah wirklich jetzt nicht total gleich aus, weil natürlich, wenn man ins Studio geht, sich die Nägel da machen lässt, die hatte French Manicure, sieht es natürlich anders aus. Aber wenn man einfach schön aufgetragenen Nagelhack haben möchte und keine langen Nägel, weil verlängern kann man nicht mit diesen Streifen, die sind nicht so hart, dass sie die verlängern. Die verstärken so ein bisschen, finde ich persönlich, den Naturnagel. Da kann ich mich auch irren. Meine Nägel sind von Natur aus sehr robust. Was ich gemerkt habe, was nicht passiert, was auch logisch ist, meine Daumen zum Beispiel sind sehr dellig. Die gleichen das natürlich nicht aus. Also das ist jetzt keine Spachtelmasse oder Fugmasse. Das heißt, diese Ungleichmäßigkeit, die man bei Gel- und Acrylnägeln hat, ausgleichen kann, die ist natürlich noch da. Was ich mich noch frage oder wo ich auch ein bisschen experimentieren werde, ist, ob man auf diese Nägel auch noch ein paar Nail-Designs machen kann. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert und noch nicht nachgelesen, weil ich wirklich sehr unfiltert einfach das ausprobieren wollte und euch auch weitergeben wollte. Was bei dieser Farbe ist, dass mein Nagelweiß durchscheint. Was ich jetzt nicht schlimm finde, weil es das Ganze noch natürlicher macht. Ob das bei den anderen Farben auch so ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil da ist ja mehr Pigment drin. Also die haben auch ganz klassische Rottöne. Die haben auf jeden Fall alles Standards, würde ich sagen. Und auch Verläufe und ich glaube, die werben relativ viel mit ihrem Donut-Glazed-Look, der so ganz zart ist und so pearly, der auch schon so ein Trend letztes Jahr war. Ich würde sagen, wer nicht gerne Nägel lackiert, für den ist das Produkt, das er auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Man hat eh eine 45-tägige Rückgabezeit. Das heißt, man kann im Grunde nicht so viel falsch machen, außer man es schlecht hin zurückgeben. Ich habe gelesen, dass teilweise auch ein Rosenholzstäbchen mitgeliefert wird. Bei mir war jetzt keins dabei oder vielleicht habe ich es übersehen. Generell muss ich sagen, das hat Manico nicht gut gemacht. Meine Verpackung kam richtig beschissen an. Das war aufgerissen, ein Loch drin. Im Grunde konnte ich froh sein, dass überhaupt alles dabei war. Beziehungsweise mein Rosenholzstäbchen war nicht dabei. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich mit einem Nagel so richtig unter diesen Stripe gehen würde, könnte ich den auch auf schmerzhafte Weise abziehen. Möchte ich ja gar nicht. Aber wie gesagt, sie halten ganz gut. Hier war ich beim Training. Hier schneide ich Tomaten und das war gar kein Problem. Ich habe auch den Müll rausgebracht und meine Wohnung aufgeräumt, geputzt. Das halten sie schon aus. Das heißt, bisher bin ich überzeugt, ich hätte es einfach schöner aufkleben können. Ich habe einen sehr breiten Daumennagel. Sehr schön, Daniel. Für die, die so ein bisschen Sorge haben, dass die Breite nicht passt. Also ich brauchte wirklich die breiteste Größe, aber die passt wirklich auf meinen Daumennagel. Mich würde natürlich auch noch interessieren, wer von euch kennt schon Manico, weil ich das Gefühl habe, dass es das noch nicht so lange gibt, aber ich sehe die Werbung wirklich gerade überall und ich muss das einfach ausprobieren. Und wenn ihr schlau seid, nehmt ihr nicht die schönste Schere, die ihr habt, sondern die beste Schere, also die am besten schneidet. Ich wollte euch nicht meine olle Küchenschere zeigen, sondern die schöne Schere von Sostrene Grene. Ich liebe ja auch Sostrene Grene. Wer von euch liebt auch Sostrene Grene? Und die schneidet leider, ich glaube, Papier besser als UV-Gel-Nagel-Streifen. Zählt mal mit, wie oft ich heute UV-Gel-Nagel-Nägel-Streifen sage. Ihr wisst schon, was ich meine. Ein Riesenvorteil ist es. Man kann easy mit links diese Streifen auf die rechte Hand geben. Also wenn man nicht gerade Linkshänder ist,
für Rechtshänder super schwer ist. Also ich merke halt jedes Mal, wenn ich mir Nagellack auf der linken Seite auftrage, auf der rechten Seite, mit links habe ich super Schwierigkeiten. Das fällt im Grunde komplett weg. Das Coole ist, man muss den Lack nicht runterfräsen, ist das, glaube ich, so nennt sich das. Man kann einfach mit einem Remover den Nagellack abnehmen und darunter ist der unberührte Nagel. Genau, der ist unbeschädigt und unberührt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über ein Thumbs Up. Hier geht es gleich weiter, nicht mit Nagelthemen, aber mit Make-up-Themen, die für euch interessant sein könnten. Und jetzt sage ich einfach, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Euer Daniel. Tschüss.